Wenn die Fliesenfugen bereits an die Jahre gekommen sind, optisch nicht mehr gut aussehen oder so wie hier in den 70er Jahren verbaut wurden, wo man hier ganz spezielle Fugenfarben verwendet hat, wie hier zum Beispiel Braun, die heutzutage einfach nicht mehr aktuell sind, kann man diese ganz einfach umfärben. Dazu gibt es ein sogenanntes Fugenfrisch. Das kostet ca. 10 bis 20 Euro und damit kann man die Fugenmasse umfärben. Wie das funktioniert, zeigen wir hier kurz. Dazu einfach mit einem Pinsel den Fugenfrisch eintauchen und hier streichen. Hier wird einfach in die Fuge gestrichen. Der Rest, der hier überbleibt, der wird dann anschließend einfach von der Wand wieder entfernt. Das heißt, diese Fugenfarbe bleibt nur an der Fuge und kann anschließend ganz einfach wieder von den Fliesen entfernt werden. Wichtig ist hier, dass man ordentlich streicht. Diese Flasche hier reicht für ca. 10 Quadratmeter, das heißt für ein kleines Badezimmer reicht es vollkommen aus. Wenn man hier die ganze Wand mit den Fugenfarben gestrichen hat, sieht das Ganze so aus. Das sollte man hier dann ordentlich eintrocknen lassen, also einige Stunden. Und danach kann das ganz einfach wieder entfernt werden. Wichtig ist im Badezimmer, Spiegel, Duschkästen und so weiter müssen entfernt werden. Wenn alles eingetrocknet ist, wird hier einfach mit der Sprühflasche alles nochmal befeuchtet. Die groben Stellen können jetzt hier einfach mal mit einem Stück Plastik oder Holz heruntergeschoben werden. Auch in den Ecken einfach hineinschieben. Anschließend mit einer Bürste fein säuberlich herauswaschen. Das Ganze übrigens nur mit Wasser. Es ist kein Putzmittel dafür erforderlich. Und ganz zum Schluss wird dann einfach hier mit einem Papier nachgewischt. Hier einmal eine schnelle Übersicht. Die Fliesen werden dann etwas dunkler, die Fugen. Aber sobald diese dann getrocknet sind, werden sie wieder heller. Wenn alles getrocknet ist, sieht das Ganze hier recht schön aus.